Ich möchte Sie sehr herzlich hier im Fernsehzentrum des NDR in Hamburg-Lockstedt begrüßen, im Namen des gastgebenden Senders. Unser Intendant wäre hier gerne bei Ihnen. Es gibt einen wichtigen privaten Grund. So widerfährt mir die Ehre und ich empfinde es als Ehre. Wenn Sie sich gestern hier in einer so enormen Zahl im Norden der Republik eingefunden haben, um sich dem Luxusgut Recherche zu nähern, dann sind wir hier auch ein bisschen stolz beim NDR, denn Sie wären nicht hier, würden Sie nicht zu Recht vermuten, dass Recherche und klassisch guter Journalismus hier zu Hause sind. Von 600 Journalisten, die sich hier angemeldet haben, sind 150 schon erschienen, aber es wird voll hier auf dem Jahrestreffen von Netzwerk Recherche. Neben mir steht Anja Reschke, man kennt dich von ZAP und von Panorama. Anja, was findet hier statt? Hier ist heute unser drittes Netzwerk-Recherchetreffen, was wir also zum dritten Mal hier im NDR stattfinden lassen und was sich ja mittlerweile als große, renommierte Veranstaltung herausgestellt hat. Das Problem ist, dass inzwischen so renommiert ist, dass so wahnsinnig viele Anmeldungen kommen, dass also ich glaube, dass hier langsam das Gebäude sprengt. Aber es ist halt ein spannendes Programm, was wir vorhaben. Welche Themen werden in diesem Jahr behandelt? Also es geht schon nach wie vor grundsätzlich um Recherche fördern und Recherche fordern. Und nach wie vor ist eben wichtig, dass welche Krisen gibt es im Journalismus, findet Recherche überhaupt noch statt, ist Recherche noch bezahlbar oder sind wir im Prinzip alle nur noch irgendwie Kampagnenjournalisten, haben wir gar keine Zeit mehr, springen wir nur jeden Tag auf ein neues Thema. Und ja. Oder gibt es sogar solche Sachen, die man gar nicht fragen darf, wie ja auch der aktuelle israelische Konflikt? Damit fängt unsere Veranstaltung an. Wir haben erfreulicherweise den israelischen Botschafter gewonnen. Der wird heute Abend bei uns zu Gast sein und darüber diskutieren, ob man zum Beispiel als Presse überhaupt Kritik an Israel äußern darf oder ob einem das gleich als Antisemitismus vorgeworfen wird oder ob es nicht auch auf der anderen Seite eben doch sehr viele Antisemiten gibt in diesem Land und man so ungefähr in diesem Wabong wird sich diese Diskussion abspielen. Und heute ist der erste Tag von zwei Tagen. Morgen geht es dann weiter mit verschiedenen Foren. Was wird da behandelt? Auch wir haben diesmal versucht, eine große Palette zu machen. Also in den Foren wird das auf einmal zu den Kampagnen gehen. Dann haben wir, also Kampagnenjournalismus, dann haben wir ein Forum zu dem Desinteresse an den neuen Bundesländern. Also wird dort überhaupt die Presse beachtet? Kümmert sich die Presse im Westen nicht um den Osten? Dann haben wir ein Forum, da muss ich jetzt sogar nachgucken. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Lokaler Journalismus, genau. Habe ich dort gelesen. Das sind die Workshops haben wir eben auch noch viele. Wir wollten diesmal nicht nur Fernsehen machen, sondern wir haben einmal Lokaljournalismus. Kann man überhaupt da richtig Recherche machen oder sind die finanziell schon zu schlecht ausgestattet? Wir haben Radio diesmal drin als Extraforum. Dann die Verbrauchermagazine, die sehr boomen. Informationsfreiheitsgesetz wird wieder eine Rolle spielen. Sie reden vom Luxusgut Recherche. Sicherlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund der wirtschaftlich schwierigen Situation bei den Printmedien und bei allen Sendern, privat wie öffentlich-rechtlich. Kann man sich Wahrheit noch leisten? Lange genug recherchieren, genug Manpower, Womenpower einsetzen, den Dingen und Sachverhalten auf den Grund zu kommen. Kein neues Thema hat doch der im vergangenen Jahr verstorbene und oft zitierte Neil Postman das beim Thema Wahrheit schon einiges zuweilen Pessimistische zu Wort gebracht. Ich zitiere: Das Fernsehen, so schreibt er, verändert die Bedeutung von Informiertsein, indem es eine neue Spielart von Information hervorbringt, die man richtiger als Desinformation bezeichnen sollte. Desinformation aber bedeutet irreführende Information, unangebrachte, irrelevante, bruchstückhafte oder oberflächliche Information. Was ist das? Das hört sich ja ein bisschen konspirativ schon fast an. Was ist so ein Netzwerk? Ein Netzwerk Recherche ist eigentlich mal gegründet worden von, ich glaube, 8 Journalisten, die nach einem Bierchen zusammenstanden und gesagt haben, Mensch, irgendwie passiert zu wenig für die Recherche, eigentlich sollten wir uns doch mal zusammenschließen und das zusammen gemeinsam fördern. Da waren sehr renommierte Namen dabei, von Süddeutschen über Spiegel und so weiter. Und aus diesem kleinen illustren Kreis hat sich mittlerweile ein Verein gegründet von über 300 Mitgliedern, die gemeinsam irgendwie versuchen, sich für Recherche einzusetzen. Und natürlich ist auch die Hoffnung, dass man ein anderes Mitglied von Netzwerk Recherche mal anrufen kann und sagen, hey, du hast doch da neulich eine Geschichte und kannst du mir nicht nochmal helfen? So ist eigentlich auch der Wunsch. Und natürlich als gemeinsam stark eher aufzutreten, um Recherche eben wichtig zu machen. Ja, auch irgendwo eine Rechtfertigung, denn so ein Medium macht sich natürlich, was Inhalte angeht, über die gute Recherche, über journalistische Qualitäten aus. Ist es ein Zufall, dass ganz bestimmte Medien oder Sender hier vertreten sind oder ist es einfach so?
Naja, also sagen wir mal so, richtig recherchierenden Journalismus machen ja so nicht alle Medien. Natürlich sind es hauptsächlich Printmedien oder sehr viele Printmedien. Fernsehen recherchiert anders als die Zeitungen. Und natürlich sind es tatsächlich mehr die großen Tageszeitungen, meinetwegen noch der Spiegel, der Stern und weniger die Privatsender. Das ist wahr. Ja, Anja Reschke, aktiv in Panorama bei ZAP und bei? Bei Extra 3 noch. Bei Extra 3 auch noch. Vielen Dank, Anja Reschke. Und ja, alles Gute und vor allen Dingen viel Erfolg für die diesjährige Tagung. Vielen Dank, Dankeschön. Anja Reschke. Mein Eindruck, als ich das aufgeschrieben habe, war, Sisyphos Arbeit ist es und Sisyphos war ein glücklicher Mensch. Wir wälzen mit unserem Netzwerk Recherche einen Stein immer millimeterweise den Berg hinauf und merken wahrscheinlich gar nicht, wie uns der Boden unter den Füßen wegbröckelt. Ich will damit sagen, einerseits haben wir eine Menge bewegt, auch im vergangenen Jahr, und haben aber gleichzeitig keinen Grund, uns Illusionen zu machen und die Dinge zu übertreiben. Es gab Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge und Sie bekommen ja die Informationen im Einzelnen mit. Der erste Gedanke, den ich Ihnen mitteilen will, ist, dass wir mit Texten, Büchern, Konferenzen, Interviews, Stellungnahmen und so weiter, aber auch Gesetzentwürfen auf vielen Klaviertasten gespielt haben und dass wir insgesamt ein Leitmotiv haben, nämlich Recherche fördern und fordern. Und das haben wir auch erreicht. Zum Beispiel werden diese Bücher in 1000 Exemplaren jetzt von der Bundeszentrale für politische Bildung gekauft und gehen an alle Trainer von Tageszeitungen. Kann man natürlich sagen, Kleinigkeit. Aber ich glaube, diese Bücher, die auch draußen zum Sonderpreis für alle zur Verfügung stehen, haben schon ihre Wirkung erreicht, dass Journalisten, 30 Leute ihre Storys rekonstruieren und ihre Recherchehandwerk offenlegen. Ist was, das gibt es noch nicht mal in anderen europäischen Ländern, die das ganz gut finden. Mein Fazit im ersten Gedanke ist, wir haben viel thematisiert und vernünftig aber argumentiert, aber wir haben nicht allzu viel geändert. Wenn man das anders sehen würde, dann würde man sich in die Tasche lügen. Also wir sind in der Thematisierungsphase, in der Anregungsphase, aber ob dann wirklich mehr in der Ausbildung gemacht wird, ist eine andere Frage. Ich sage nur, dass bei vielen Volontariaten, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, immer noch keine Recherchetrainings integriert werden. Auf dem Jahrestreffen von Netzwerk Recherche hier im Hamburger Konferenzzentrum des NDR gibt es viele, viele ernste Themen, die Journalisten betreffen, die die Welt betreffen. Aber man darf darüber hinaus auch nicht vergessen, dass es lustige Ansätze gibt, wenn nicht schon sogar andere Ansätze, die zum Schmunzeln gereichen. Matthias Deutschmann, Kabarettist, Humorist, wie nennst du dich selbst? Auf keinen Fall Schmunzelkabarettist. Es geht ja dabei auch um eine ernste Sache. Wenn man Satire macht, muss man ja genau wie ein Journalist auch ganz gut hinsehen, recherchieren, beobachten. Und hier wird ja eine sehr, sehr großkalibrige Diskussion geführt heute Abend. Und deshalb bin ich auch hier. Morgen ist Johannes Rau da und danach werde ich einen Zwischenruf starten von etwa 10 Minuten. Und da heißt es natürlich aufnehmen der Diskussion, aufnehmen, was der Bundespräsident der Scheidende den Journalisten noch zu sagen hat und da ist, glaube ich, für Stimmung gesorgt. Wenn man ein Kabarettist ist, wenn man jemand ist, der Sachen überspitzt darstellt, wo ist da die Grenze? Gibt es eine? Ja, die Grenze ist immer die des persönlichen Wagnisses, das berühmte Wort von Tucholsky, Satire darf alles. Ob sie alles kann, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich halte nichts von einem Sittengesetz der Satire oder von selbsternannten Satirerichtern, die sagen, also hier ist Abseits, hier gibt es die gelbe Karte, da gibt es die rote Karte. Es gibt einen wunderbaren Satz von einem Nestor des deutschen Kabaretts, vom Komödchen, der alte Lorenz hat immer gesagt, der Gegenstand muss angreifbar sein, die Art und Weise unangreifbar. Dann wird es elegant. Es ist sehr, sehr schwer, immer sofort darauf zu reagieren. Da muss man auch sehen, das ist al fresco und das ist natürlich nicht wie ein ausgefeilter Text oder ein Text, den man seit Jahren oder seit Monaten vor Publikum vorträgt, wo man dann genau weiß, wie der Text wirkt und man ist sich sicher. Das ist immer eine risikobeladene Angelegenheit, aber das macht es auch gerade interessant. Ein Jahr später Satire zu machen, kann man machen, aber es hat nicht die Fulminanz von so einer Herausforderung. Man muss auch zugeben, dass man darin auch mal scheitern kann, in dem Bemühen, eine aktuelle Situation aufzugreifen innerhalb von Minuten. Aber that's my job. Dieter Bohlen selektiert die deutsche Jugend für den Überlebenskampf im Popgeschäft. Man könnte sagen, Dieter Bohlen ist möglicherweise der Reichspopführer geworden. Reichspopführer Dieter Bohlen. Und nirgendwo ein musikalischer 20. Juli in Sicht.
sei denn, das ZDF rekrutiert Ralf Siegel als Stauffenberg. Ich sehe schon, wie Ralf Siegel eine Aktentasche bis zum Bersten gefüllt mit eigenen Publikationen. Unter den Flügel des Reichspopführers schiebt. Und dann macht es Rums. Und wir haben endlich ein bisschen Frieden, meine Damen und Herren. Was dürfen Journalisten gegenüber der Politik des Staates Israel als Beispiel? Ist das für dich ein Knackpunkt, wo du sagst, nein, da äußere ich mich nicht zu? Nein, in Israel selbst gibt es ja auch eine ganz offene Diskussion. Und warum soll man sich nicht auf dieses Niveau begeben? Und dann können die Leute nur noch rufen, ja, Moment mal, in Israel können sie das sagen, hier können sie es nicht sagen. Aber das halte ich nicht für akzeptabel. Ich habe in meinem Programm auch das Thema Israel, Sharons Vergeltungspolitik und auch die prekäre Rolle von Arafat, der ja früher mal ein Idol oder ein Mythos war und inzwischen in sich zusammengesunken ist, dass er von Jordanien und von Ägypten jetzt aufgefordert wird, mal in den Spiegel zu schauen, ob er der Sache der Palästinenser überhaupt noch nützen kann. Also wir haben es auf beiden Seiten zu tun mit verfestigten Positionen und ich halte nichts von Leuten, die gleich ihr Fähnlein schwenken und sagen, da muss ich mich solidarisieren, erstmal genau hinsehen, das ist viel wichtiger. Sascha Stawski, du bist Chefredakteur der Organisation oder des Magazins Honestly Concerned. Was ist das? Honestly Concerned ist eine Gruppe von besorgten Bürgern, wenn man so möchte, die sich gegen Antisemitismus auf der einen Seite einsetzen allgemein und auf der anderen Seite für eine wahrhaftige Berichterstattung. Eine Ausgewogenheit bei der Nahostberichterstattung und für ein faires Bild, was alles, was rund um den Nahostkonflikt betrifft. Fairness ist natürlich das Thema des Journalismus, wobei ein Journalist ja nicht werten soll. Aber wie kann man fair bleiben? Vollkommen richtig. Fairness ist auch das falsche Wort im Prinzip. Ich hätte das Wort vielleicht nicht verwenden sollen. Wahrhaftigkeit ist das bessere Wort. Man soll bei allem, gerade wenn es um eine einfache Berichterstattung geht, ein Bild liefern, in dem beide Seiten ein gleichermaßen normales Bild, eine meinungsunbelastete Berichterstattung, in der es nicht darauf ankommt, was man von dem als Einzelner denkt, sondern wie es einfach darum geht, dass man ein wirklich ehrliches Bild von den Geschehnissen vor Ort wiedergibt. Dass die Kommentare, die man bringt, auch wenn sie einmal einseitig sind, aber dann wiederum ausgeglichen werden durch einen anderen Kommentar. Dass insgesamt das Bild, was bei dem Leser rüberkommt oder bei dem Zuhörer oder Zuschauer, dass dieses Bild ein faires, ausgewogenes am Ende ist. Nun sind hier auf der ersten Seite gleich traditionell gekleidete, traditionell oder ich will mal sagen klischeehaft gekleidete Menschen jüdischen Glaubens gezeigt, auch mit George Bush zusammen. Das kann in der Tat etwas aussagen, aber ist es nicht die Tatsache? Es gibt einen ganz entscheidenden Punkt an dem Bild, das Sie gerade eben zitiert haben. Dieses Bild sagt unterhalb des Bildes, dass erstmal, dass George Bush mit Rabbinern gezeigt wird, na und, was ist dabei? Das Entscheidende ist, bei welchem Artikel wurde dieses Bild gezeigt? Und der kleine Zusatz, der unter diesem Bild war, dass dieses Bild ein Jahr alt ist. From a year ago, vor einem Jahr wurde dieses Bild gemacht und es steht auch noch dabei. Warum bitte wählt man dieses Bild, wenn man nicht unbedingt ein Klischee wiedergeben will? In diesem Fall natürlich das Klischee, jüdische Weltlobby, die Juden, die George Bush kontrollieren. Das ist ein einseitiges Bild, das ist ein Bild, gegen das wir uns einsetzen generell. Und was kann der Durchschnittsleser, der Durchschnittskonsument, Medienkonsument tun, damit man ein möglichst umfassendes, faires soll es ja nicht sein, aber ein umfassendes Bild bekommt? Was ist dein Hinweis? Unser Hinweis generell ist, möglichst viele Quellen zu lesen. Honestly Concerned nimmt unseren Lesern zumindest, was den Ostkonflikt und was das Thema Antisemitismus betrifft, diese Arbeit ab. Wir durchforsten sowohl arabische Medien, deutsche Medien wie internationalen Medien, sind Mitglieder auf allen möglichen Mailinglisten und erstellen daraus einen Pressespiegel am Ende eines jeden Tages. Dieser Pressespiegel ist dafür da, ein möglichst umfassendes Bild zu geben und auch gewisse Dinge, wenn wir die Meldung lesen, palästinensischer Junge erschossen. Hinterfragen wir erstmal, wow, das ist ja schrecklich, ja, hier ist ein Junge zu Tode gekommen, was genau ist hier geschehen? Wenn wir dann feststellen, dass dieser Junge tatsächlich vielleicht schon 18 war, dass er schwer bewaffnet war, kurz davor war, sich in die Luft zu sprengen und einen Terroranschlag zu verüben, dann gibt es für uns ein ganz anderes Bild da. Und dann wollen wir, dass diese Leser darüber informiert sind. Und dieses Bild ist das, was wir letztendlich unseren Lesern dann auch durch andere Artikel und einen umfassenden Medienüberblick widerspiegeln wollen. Ich denke, es geht darum, dass sehr viele Klischees bedient werden. Ich denke,
ich habe heute schon mit einigen Leuten gesprochen, das Thema generell ist nicht, dass ich den Medien Antisemitismus vorwerfe. Ich glaube nicht, dass die deutschen Medien generell antisemitisch sind. Allerdings glaube ich, dass sie antisemitische Klischees zum Teil unbewusst bedienen und dass sie sich ihrer Verantwortung einfach bewusst sein müssen, was für einen Effekt das auf die Leserschaft, Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft hat. Des Weiteren Sascha Zawski, Chefredakteur von Honestly Concerned, Sie haben es eben erlebt, einem Internetforum mit großer Relevanz und daher nicht nur Insidern bekannt. Herzlich willkommen. Und Abraham Melzer, Chef unter anderem des Melzer Verlages und Verleger von Seven Times. Ein temperamentvoller Publizist. Wir freuen uns, dass Sie ebenfalls unserer Einladung gefolgt sind. Willkommen. Andreas Tschichowitz, Chefredakteur hier beim NDR-Fernsehen. Mehr Leidenschaft, Recherche von Thomas Leif ist ein Buch, das handelt von Skandalgeschichten und Enthüllungsberichten. Ja, Steffen Grimberg, du bist bei der taz Medienredaktion und Mitglied bei Netzwerk Recherche. Was sagst du zu solchen Büchern? Sind die so einzigartig, dass ihr sie ausliegen habt? Naja, was heißt einzigartig? Es ist jedenfalls ein sehr, sehr schönes Buch, weil es mal jüngere Beispiele für sehr, sehr gelungene Recherchen zusammenfasst und einfach mal berichtet, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also wenn man eine große Recherche macht, dann kommt in der Zeitung oder im Fernsehen hinterher ja trotzdem meistens nur ein oder zwei Beiträge bei raus. Und die Geschichte, die dahinter steht, der Arbeitsaufwand, das ist natürlich viel, viel mehr. Und da ist man mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Und dieses Buch zeigt einfach mal, was für Probleme es gibt, aber eben auch, wie man die dann lösen kann. Das gilt nicht nur für den großen Journalismus, sondern auch für den kleinen Lokaljournalismus. Kann man sich da immer so ausbreiten und das so recherchieren, wie das ja, bei den großen Magazinen und Zeitungen der Fall ist? Also ich glaube, da gibt es natürlich einen graduellen Unterschied, was die Themen angeht, was vor allen Dingen auch die Ressourcen angeht. Ich sage mal, in der Lokalredaktion, in der täglichen Produktion bei einer Tageszeitung ist die Chance für die Kolleginnen und Kollegen, sich mal mehrere Tage oder gar Wochen an eine Recherche zu hängen, die ist de facto nicht gegeben. Das ist bei Magazinen wie dem Spiegel oder bei Wochenzeitungen wie der Zeit natürlich ganz anders. Das ist aber, glaube ich, ein gradueller Unterschied. Im Prinzip unterscheidet sich das nicht wesentlich. Man hat vielleicht sogar gerade im Lokaljournalismus sehr viel mehr an Recherche immer noch heute in den Redaktionen zu tun, weil einfach im Lokaljournalismus die Themen selber gefunden werden müssen und selber ausgearbeitet werden müssen. Und da ist man natürlich auch viel, viel stärker mit Problemen bei der Recherche konfrontiert, einfach weil man da selber dann plötzlich vielleicht als ein Journalist alleine auf weiter Flur gegen eine mauernde Stadtverwaltung oder was auch immer steht. Was für einen Ruf habt ihr denn in der taz? Das ist ja eine Zeitung, die relativ jung ist und sehr aktiv ist, auch sehr viel zitiert wird. Ist das bei euch ähnlich? Naja, also die Recherche bei uns ist natürlich, Recherche ist die Königsdisziplin des Journalismus, genauso wie die Reportage, sagen wir mal, die Königsform des Journalismus ist. Klar bemühen wir da uns und die taz ist natürlich gut dafür, die Themen nach Möglichkeit zu thematisieren, die, sagen wir mal, im Mainstream der großen Medien unterzugehen drohen. Im Hintergrund spricht gerade Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung. Der ist Vorstandsmitglied im Netzwerk Recherche. Und das sind ja relativ wenige, die ihr seid. Naja, das Netzwerk ist ja auch noch relativ jung, gibt es jetzt im dritten Jahr. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen mit den Begriffen. Der investigative Journalismus, das ist so die ganz große Geschichte. Hans Leindecker ist einer seiner ganz großen Vertreter. Recherche ist viel, viel weniger aufwendig, wie das der große Begriff investigativer Journalismus immer so impliziert. Das heißt, man kann quasi auch wirklich in der Lokalredaktion morgen damit anfangen. Und das Netzwerk ist im Prinzip eine ganz hervorragende Einrichtung auf allen Ebenen für alle Kolleginnen und Kollegen, einfach weil es kein straff geführter Verband ist, der also, sagen wir mal, nur die absoluten Top-Könige in irgendeiner Weise in all ihrer Glorie leuchten lassen will, sondern weil er wirklich als Netzwerk... Was muss ein Journalist mitbringen, um sein Handwerk gut zu machen? Ich glaube, er braucht erstmal Neugier, also ohne neugierig zu sein, Geschichten spannend zu finden, sich für ganz viele Sachen zu interessieren, läuft es gar nicht. Ich glaube aber, es gehört auch eine gewisse Demut dazu. Wir Journalisten arbeiten für unsere Leserinnen und Leser, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer. Das heißt also, man muss auch gerne mal von dem Ross des eigenen Themas, in das man verliebt ist, runter und sich mal überlegen, was wirklich relevant ist, auch für die Konsumenten dessen, was wir dann da als Journalisten verzapfen. Und schließlich Hans Leindecker, leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Für viele der Enthüllungsjournalist der Republik, aber auch mit dem Mut, Fehler zuzugeben, wenn sie denn passiert sind. Herzlich willkommen. Also, ich habe niemals damit gerechnet in meinem Leben, dass ich als Antisemit von jemand beschimpft werden könnte, weil ich bin Journalist geworden, unter anderem auch,
oder im Wesentlichen, weil in deutschem Namen das gemacht wurde, was in deutschem Namen gemacht worden ist. Mich hat geprägt die Auseinandersetzung über die Ermittlungen, der Majdanek-Prozess und andere Dinge. Ich habe eigentlich zu der Frage, wie das Verhältnis Palästina-Israel ist, nie geschrieben. Im Bereich einer Geschichte über islamistischen Terrorismus, wo nun von allen, die damit zu tun haben, Belege vorliegen, dass die Rekrutierungen auch stattfinden, einen großen Teil stattfinden, weil die Vorgänge in Palästina so sind und weil die amerikanische Politik so ist. In diesem Zusammenhang habe ich einen Satz gebracht in einer Geschichte. Und ich war völlig verwirrt, was passierte, und habe daraus gelernt. Am nächsten Tag bekam ich 25, 30 E-Mails von Leuten. Ich habe gedacht, das muss ein Missverständnis sein. Du hast dich unglücklich ausgedrückt. Dann habe ich geantwortet, dann bekam ich die Antwort, es sei eine Unverschämtheit, hier Standardbriefe zu schreiben. Weil alle hatten denselben Punkt. Und dann rief mich ein Kollege an und sagte, Sie sind auf einer Liste drauf. Das gibt nämlich Honestly Concerned, was mir, muss ich sagen, nicht so bewusst war. Und ich las das und es gab Aufrufe zu schreiben. Und es gab Kommentare. Und es gab Hinweise, man sei auf einer Linie mit Möllemann und Hohmann. Und ich muss sagen, ich war empört und bin empört. Ich bin empört darüber, dass es Leute gibt, die eine moralische Selbstdarstellung haben, ungerufene Helfer, die ohne Kenntnis von Personen, die ohne Kenntnis von Abläufen mit dem Vorwurf des Antisemitismus einjagen. Dass es da Leute gibt, die da rausholen, die Antisemitismus, da standen auf einmal Dinge drin, ich war völlig verwirrt. Da standen Dinge drin wie, hat er schon immer gemacht, ich habe nie über diesen Bereich geschrieben. Es gab Aufrufe. In E-Mails, ich müsste mich jetzt äußern, ich müsste mich im Fernsehen entschuldigen. Ich wurde angerufen von Kollegen, die sagten, Sie haben ein Problem. Ich sage, was habe ich für ein Problem? Eindecker, ich halte Sie nicht für einen Antisemiten, auf keinen warum Fall. Schreiben Sie? Wie bitte? Warum ist es geschrieben worden? Ich habe nicht geschrieben, dass Sie ein Antisemit sind, habe ich niemals geschrieben, Herr Leindecker. Würde ich auch nicht schreiben, denn ich halte Sie nicht für einen Antisemiten. Meine Kritik damals an Ihrem Artikel war, dass er Antisemitismus schürt. Und zwar dieser eine Satz, und der wurde auch nur dieser eine Satz zitiert. Ich halte weder Sie für antisemitisch, noch halte ich die deutschen Medien insgesamt für antisemitisch. Das wäre Quatsch zu sagen. Ich halte auch einzelne Artikel, die wir kritisieren, in der Regel nicht für antisemitisch. Mir kommt es darauf an, dass Fakten, also mir als Honestly Concerned kommt es darauf an, dass Fakten richtig rübergebracht werden und dass die Medien sich bewusst sind, welche Verantwortung sie in der Wortwahl, die sie treffen, haben. In Ihrem Artikel war ein Zitat, das generell Israel und Juden verantwortlich gemacht hat für etwas, wo ich nicht der Meinung war, dass Sie das Recht haben, das in der Form auszudrücken. Sie hatten einen sehr guten Artikel geschrieben, wohlgemerkt. Alles, was Sie über zum Thema Islamismus damals geschrieben haben, ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren, war, was ich mich erinnere, wirklich insgesamt ein sehr guter Artikel gewesen. Ich wollte zuerst ein bisschen was antworten auf Honestly Concerned. Ich bin seit längerem auf der Seite Mitglied, weil es mich einfach interessiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil ich auch informiert werden will, was über mich so berichtet wird. Ob das nur eine gute Voraussetzung ist, weiß ich nicht. Ich habe mich aber letztendlich in den letzten Jahren dran gewöhnt. Ich finde es auch gut, dass Sie hier ein bisschen zurückrudern. Mir wäre es aber lieber, Sie würden das im Netz auch tun. Denn im Netz werden natürlich schon bei den Sammlungen, die Sie da haben, viele Kommentare auch abgedruckt. Und da haben Sie vorher eine sehr feine Unterscheidung getroffen. Sie haben gesagt, ich habe Sie ja nicht als Antisemit beschimpft, sondern ich habe gesagt, Antisemitismus könnte geschürt werden. Das ist natürlich schon ein anderer Grad, degradiert aber letztendlich den Journalisten auch nur zum Brandstifter. Und es ist für den Journalist am Ende fast genauso schlimm, denn damit wird ja nun, wenn man nicht ein besonders starker Geist oder starker Charakter ist, Kritik ja unterdrückt, weil man natürlich, wer möchte schon in diese Rolle kommen? Ich meine, wer möchte in der Öffentlichkeit so dastehen als jemand, der Antisemitismus herausfordert? Jochen Marquette, örtliche Betäubung, was heißt das für dich? Ja, örtliche Betäubung, deshalb der Titel, weil man sagt, im Lokalen ist es besonders schwierig zu recherchieren, weil es eben eine besonders große Nähe gibt zwischen Politikern und Journalisten. Man begegnet sich womöglich täglich im Rathaus auf der Straße und dadurch kann es passieren, dass also der Journalist in Anführungszeichen betäubt ist und nicht mehr besonders hartnäckig recherchiert. Aber in diesem Forum wollen wir zeigen, dass es doch geht und haben drei bekannte Rechercheure aus verschiedenen Regionen eingeladen. Einmal Michael Jungmann aus Saarbrücken, dann Hubertus Gärtner aus Westfalen und Frank Überall aus Köln, die jeweils in ihrer Region zeigen, dass man eben nicht betäubt sein muss, sondern durchaus recherchieren kann.
Also recherchieren ist nicht nur möglich, ja, auf Kosten des Partners, des Gegenübers im Internationalen, im Großen, im, ich will nicht sagen Skandal, es ist auch im Kleinen möglich. Absolut, also vielleicht sogar gerade da und vielleicht ist das sogar gerade da fürs Publikum interessant, wenn man eben mitbekommt, was im Rathaus gelaufen ist, dass vielleicht dann gerade der Leser sagt, Mensch, gut, dass das mal aufgedeckt wurde. Also vielleicht hoffentlich ein Forum, wo viele sagen, das ist gut, dass darüber gesprochen wird, weil dort eben vielleicht auch Nachholbedarf besteht, dass im Lokal eben noch mehr recherchiert, noch mehr nachgebohrt wird. Wenn so ein Zeitungsleser, sagen wir mal im Ruhrgebiet, wo du herkommst, jetzt auch noch lokale Skandale hört und nicht nur Skandale in der Weltgeschichte, ist das überhaupt erwünscht oder möchte man eher ja, lachende Gestalten auf bunten Bildern sehen? Es gibt immer wieder Marktforschung zu der Frage, ob diese Geschichten gefragt sind und die zeigen, dass das durchaus beim Publikum ankommt. Die Frage ist nur, ob es noch von den Verlegern gewünscht ist, weil es kostet Geld. Eine gute Recherche erfordert Zeit und es muss eben Verleger geben, die sagen, ja, ich bin bereit, dafür Geld zu investieren. Also das ist das größere Problem. Ich glaube, das Publikum fragt das auf jeden Fall nach. Das Publikum fragt es zwar nach, aber der Verleger schneidet sich über den Verlust möglicherweise von Anzeigen, wie das bei Aldi passiert sein soll, ins eigene Fleisch. Geht das überhaupt? Es geht und das wollen wir hier in diesem Forum zeigen. Also, dass es eben Medien gibt, ein Beispiel die Saarbrücker Zeitung, die sich einen Chefreporter leistet und sagt, okay, der wird freigestellt für seine Recherchen und das leisten wir uns, weil wir im Gegenzug eben gut recherchierte Geschichten haben. Also es geht. Was sind so die für dich persönlich die klassischen Medien im Bereich des Investigativen, wenn man das mal so hoch sagen darf, Lokaljournalismus? Gibt es da Vorbilder? Von Vorbildern will ich nicht sprechen. Also ich denke, das kann man auf alle Medien übertragen. Also es kann sowohl gute Printjournalisten geben, aber warum soll nicht jemand für Hörfunk oder Fernsehen im Lokalen gute Beiträge machen? Also ich glaube, das ist einfach nur eine Frage des Willens und ein bisschen der Hartnäckigkeit. Und da kann man dran arbeiten und dann kann jeder Journalist gute Recherchen machen, einfach nur wollen. Wer hat mehr Arbeit? Der große Skandal, der internationale recherchierende Journalist oder der kleine Lokaljournalist, der um die Ecke den Skandal in der, sagen wir, Meierei aufdeckt? Das kann man überhaupt nicht sagen, dass der eine mehr Arbeit hat als der andere. Also das ist beides ein großes Handwerk, was man beherrschen muss und wofür man Zeit investieren muss. Und das ist auf Bundesebene genauso schwierig, aber auch genauso reizvoll wie auf lokaler Ebene. Eine Abschlussfrage. Ein Wunschberuf des Lokaljournalisten oder des Journalisten überhaupt, ist das nicht auch so ein bisschen, ja, Richter, Polizist, spielt das da so ein bisschen mit rein oder hat man da schon ein bisschen Wünsche, auch für Klarheit zu sorgen? Ich glaube, dass man das trennen muss, aber das werden wir gleich klären. Also ein Journalist ist kein Staatsanwalt und das ist auch gut so. Es gibt sicherlich Parallelen, aber es gibt auch große Unterschiede und die sollen auch bestehen bleiben. Also mir wurde immer gesagt, links Zweifel und rechts, wie war das, Irrglauben? Nein, Zweifel und Neugier. Ist das so im Lokaljournalismus das Handwerkzeug? Nicht nur da, aber das, also neugierig sein ist eine Grundvoraussetzung und eben zweifeln, wie Sie schon sagen, an dem, was mir der Gegenüber sagt. Also ansonsten funktioniert eine Recherche nicht. Also das erstmal in Frage stellen. Herzlich willkommen an Sie alle. Sie interessieren sich für das Thema örtliche Betäubung, Alternativen zur Hofberichterstattung im Lokalen. Und ich möchte erstmal ganz herzlich die beiden Referenten begrüßen. Zu meiner Rechten Michael Jungmann von der Saarbrücker Zeitung. Herzlich willkommen. Und zu meiner Linken Hubertus Gärtner, freier Journalist aus Westfalen. Herzlich willkommen. Das nennt sich hier Workshop, weil es einfach das Publikum noch mehr einbezogen werden soll, als es vielleicht drüben im großen Saal möglich ist. Also wir werden hier eine Eröffnungsrunde machen und dann werde ich auch möglichst schnell das Podium öffnen. Kraft nicht bei Juden, heißt es bald wieder und so weiter. Und ich fand das für mich sehr schwierig. Also ich war erstens selber sehr betroffen, dass dieses so letztendlich ausgelegt werden kann. Ich war auf der anderen Seite auch sehr froh, damals war ich bei Panorama. Panorama ist ja nun relativ unverdächtig, Antisemitismus zu schüren, sondern hat sich in vielen Berichten ja gegen Rechtsextremismus, gegen Judenhass und so weiter gewandt. Insofern war ich ein bisschen auf der moralisch richtigen Seite. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es mein Glück war damals. Denn dadurch konnte ich relativ viel zurückweisen. Denn in der Debatte anschließend sind Argumente dann nicht mehr sehr viel gefragt. Denn die liest am Ende keiner. Man guckt dann doch nur noch auf die Überschriften und die Charakterisierungen. Was stellt so ein Journalist dar? Was hat der zu sagen? Und ich habe damals gemerkt, und am Ende, nun kann ich sagen, bin ich ein bisschen froh, weil die Debatte
damals begonnen hat. Darf man denn als Deutscher Israel kritisieren? Und ich kann mich erinnern, dass es in der Diskussion durchaus eine Wegstrecke war zwischen das darf man nicht, weil es auch Teil unserer Geschichte ist, bis zu, das ist natürlich legitim, wir haben das ja von Paul Spiegel in dem Film gehört, man darf Israel oder Israels Regierung inzwischen kritisieren. Und ich habe das Gefühl, da ist die Debatte viel breiter geworden und sie ist auch viel ehrlicher geworden. Dennoch wird auf den Internetseiten immer noch mit diesen Argumenten oder mit diesen Charakterisierungen gearbeitet. Und eben für mich ist die schlimmste Unterstellung, dass man mit einer Kritik an der Regierung, die ja durchaus berechtigt sein kann, wie man auch andere Regierungen kritisieren kann, am Ende den Rechtsextremismus im Land fördert. Antisemitismus ist bei mir erst dann, wenn drei die passieren. A, wenn Israel dämonisiert wird, Vergleiche mit Nazi, Vernichtungs, totaler. Der zweite D ist, wenn man die Legitimität des jüdischen Staates in Frage stellt. Und D, wenn man Doppelstandard vorgeht. Und nun, was der Doppelstandard vorgeht, ob alleine, ob man 2 aus 3 oder 1 aus 3 reicht, um dann zu sagen, der hat sich eben unbewusst oder bewusst antisemitisch geäußert, ist ganz schwierig. Aber ich sage nur salopp, da sind die 3D, wenn man, und wir sind, ich bin befangen. Und ich behaupte, dass auch Deutsche im Umgang mit Israelien und Juden sind auch befangen. Und die Sprache ist für mich wichtig. Ich lege großen Wert auf das, was ich lese, was geschrieben wird und auch das, was ich im Fernsehen. Deshalb glaube ich, sind wir etwas sensibler und Sie müssen uns zugestehen, dass mit Hinblick auf die Geschichte haben wir eine gewisse Empfindlichkeit, mehr als vielleicht manche andere. Deshalb sage ich, beim Doppelstandard gibt es große Probleme. Also der Maßstab für Israel mit der Begründung, sie sind doch Goliath oder sie sind die einzige Demokratie und deshalb verlangen wir von euch etwas, was wir von den anderen, die man überhaupt nicht erwähnt, nicht verlangen. Deshalb sind die Ansprüche an euch immer höher. Und in dieser Falle, glaube ich, unbewusst oder bewusst, geraten auch manche Journalisten. Professor Michael Haller aus Leipzig, Sie haben eine Fachzeitschrift ins Leben gerufen, koordiniert kann man sagen, Message, die Nachricht. Was ist das Ziel, was ist der Inhalt? Message ist eine Vierteljahreszeitschrift. Es ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, die sich um den internationalen Trend, den internationalen Prozess im Journalismus damit beschäftigt. Wie sieht es international denn aus? Also es ist zwar in aller Munde, aber das darüber reden ist das eine und etwas konkret dafür tun ist das andere. Und so untersucht Message in jeder Ausgabe auch journalistische Fehlleistungen, wie auch hervorragende journalistische Arbeiten und analysiert die und beschreibt die und untersucht die, um so auch von Heft zu Heft einen Beitrag leisten zu können, der den Journalisten selber auch hilft, besser zu sein. Wenn man sich schon mit seinem Produkt verkauft, ist das nicht schon gut genug? Ich glaube nicht. Es gibt tatsächlich so etwas wie einen Auftrag an den Journalismus, für eine, nicht nur dafür zu sorgen, dass die Produktionen abgenommen werden, sondern auch dafür zu sorgen, dass etwas wie gesellschaftliche Aufklärung stattfindet. Und um diesen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen, braucht es auch einen handwerklich guten Journalismus, nicht nur einen Journalismus, der sich verkauft. Also ein anderes Werkstatthandbuch heißt, wie Sie die Quelle zum Sprudeln bringen. Lernt das denn ein Journalist nicht im Journalistenstudium oder braucht der noch Nachhilfeunterricht durch solche Beilagen? Naja, schauen Sie, wir haben etwa 60.000 Journalisten hauptberuflich in Deutschland. Wir haben jedes Jahr, brauchen wir 2.500 bis 3.000 neu ausgebildete Journalisten. Und die meisten von diesen 2.500 bis 3.000 haben einen Weg zum Journalismus, der eben nicht dem entspricht, was Sie gerade gefragt haben. Die also nicht eine wirkliche, veritable Journalistenausbildung hinter sich haben, sondern das sind dann mehr oder weniger Quereinsteiger. Und diese Quereinsteiger, denen muss man tatsächlich helfen. Die Dame hatte da noch eine Frage. Denen muss man tatsächlich auch helfen, dass sie sich sozusagen selber fort- und weiterbilden können. Message, wie gesagt, wird herausgegeben von 12
Publizisten, die im ganzen europäischen Sprachraum verteilt sind, ja, von Großbritannien bis nach Italien. Und wir arbeiten eng zusammen mit der British Journalism Review, wir arbeiten eng zusammen mit dem Problemi dell'Informazione in Bologna. Also wir haben auch sehr viele internationale Beziehungen, weil das unserem Konzept entspricht. Wir tauschen uns da also auch sehr rege aus. Zu unserem Beirat gehören Leute wie Werner Kills, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, oder Gäde, Chefredakteur von Geo. Also Sie sehen die ganze Breite dieses Spektrums, neben auch Hochschullehrern aus Deutschland, aus der Schweiz, jetzt aus Österreich. Sie kommen aus Leipzig oder unterrichten in Leipzig zumindest. Unterschiede Ost-West, gibt es die? Wenn ja, worin liegen die? Naja, also wir haben 1993 an der Universität Leipzig diesen Diplomstudiengang Journalistik neu aufgebaut und wir sind in den neuen Bundesländern der einzige universitäre Studiengang, der Journalistik hat und macht, also der so eine universitätsgebundene Journalistenausbildung macht. 1993, als wir damit angefangen waren, die Unterschiede natürlich noch sehr groß, weil zwischen den Art und Weise, wie in der ehemaligen DDR die jungen Leute ausgebildet wurden, durch die Schulen gingen und dann nach 89 ja in diese veränderten Verhältnisse kamen, das war natürlich in vielerlei Hinsicht anders. Heute, jetzt 15 Jahre nach dem Fall der Mauer, haben wir jetzt junge Studenten, die jetzt 19, 20 Jahre alt sind, die waren also noch im Kindergarten, ja, als die Mauer fiel. Das heißt, sie haben eigentlich selber schon das andere, sagen wir mal, marktwirtschaftliche System einer freien Gesellschaft selber auch durch ihre ganze Schulzeit hindurch schon erlebt. Das heißt, also, die Unterschiede sind heute kaum mehr spürbar, ja, zwischen Ost und West. Von den paar tausend Journalisten in Deutschland, kann man davon leben, so ein Fachblatt rauszukriegen? Schwer, um es ganz offen zu sagen. Schwer, weil unter den Journalisten leider auch die Auffassung sehr verbreitet ist, dass man alles umsonst kriegt. Ja? Man schreibt eine Firma an oder man telefoniert mit irgendeiner Firma, weil man jetzt das Buch oder das Produkt oder so haben will, weil man es angeblich besprechen will, und schon kriegt man es zugeschickt. Also dass man selber etwas tun muss, zum Beispiel ein Abonnement einrichten muss und dafür vielleicht auch 40 oder 50 Euro bezahlen muss im Jahr, das fällt sehr vielen Journalisten, egal ob es ihnen gut oder schlecht geht, fällt sehr vielen Journalisten sehr schwer. Heute bin ich wiederum Sprecher, morgen Redakteur und dann wieder Ministeriumssprecher. Ich kenne das sogar, dass manche Leute zahlreiche Male gewechselt haben. Das Problem ist nur, in welche Rolle sie denn hinterher in der Redaktion wieder schlüpfen. Also wenn der Ministeriumssprecher ist und ist hinterher Kirchenfunkredakteur, habe ich eigentlich kein Problem. Aber ich kenne eben auch den Sprecher, einen Kollegen, der Sprecher eines großen Technikunternehmens war und dann hinterher Arbeitsplatz und Strukturpolitik im Raum Bremen als Redakteur betreut hat. Und da ging es natürlich um die Arbeitsplätze und um die Förderungssenat für eben dieses Unternehmen. Und da hört es irgendwie auf. Aber andere Wechsel in diesen Positionen habe ich also kein Problem mit. Der Einfluss der PR-Industrie auf Journalisten. Ich will versuchen, was ich gelernt habe, in einem Satz zusammenzufassen. Professor Dr. Cox hat ja seine Dissertation über Brecht gemacht, ein bisschen Brecht angenähert. Was ist eine Maschinenpistole verglichen mit der Hand, die den Geldhahn auf und zu dreht? Das ist, glaube ich, Teil der Beschreibung. Was ist der Einbruch in einer Bank? Im Besitz einer Bank. Vielen Dank. Insofern eine Ausnahmeveranstaltung, weil das eine der besten Veranstaltungen zu diesem Thema in der gesamten Branche ist. Das zeigt aber gleichzeitig auch, wie miserabel der Zustand der Branche ist, dass eine solche kleine Veranstaltung und eine private Veranstaltung eigentlich der Höhepunkt dessen ist, was es zu bieten hat. Sie sehen es ja daran, die Gäste sind ja ganz ordentlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, Bundespräsident, Bundeskanzler, solche Leute kommen. Es müsste es viel mehr geben, es gibt es, aber dieser Art Veranstaltung gibt es eigentlich zu wenig. Wenn Sie an ein Projekt rangehen, sagen wir mal, man sagt ja heute kommunizieren und nicht mehr werben direkt. Wie gehen Sie mit Ihren Klienten sozusagen an eine Sache ran? Total offen, sagt man, das wollen wir nicht ansprechen, oder wie läuft das in der Branche? Das sind eigentlich zwei Fragen, die entscheidend sind. Das erste ist, was der eine zu erzählen hat, und das zweite ist, was die anderen hören wollen. Und das stimmt nicht immer überein. So. Das heißt also, man muss Leute zusammenbringen, das heißt bei einem das Interesse wecken, bei dem anderen aber auch möglicherweise, der möglicherweise ein Langweiler ist und gar keine spannende Geschichte hat, dem beibringen, etwas zu erzählen, was die Leute hören will. Das ist sozusagen die Vermittlungsleistung. Man muss lernen, eine Geschichte zu erzählen, und man muss die Leute verleiten können, einer Geschichte zuzuhören.
Wo bestehen denn eigentlich in Ihrer Branche so die Gefahren, total daneben zu laufen, also nicht erfolgreich zu sein? Naja, ich glaube, die größte Gefahr besteht darin, wenn Sie jemanden raten, etwas darzustellen oder etwas zu erzählen, was er nicht wirklich ist. Weil das ist dann die berühmte Blamage. Das ist wie bei Kaisers neuen Kleidern. Der Kaiser meint, er sei ganz schick angezogen, aber die Leute sehen, er ist nackt. Das ist die also wenn Gefahr. Sie sagen, das ist ein gutes Produkt, das ist eine Sache, die lohnt es sich zu kommunizieren, dann soll man das auch sagen, ansonsten besser nicht. Nein, das ist natürlich die Gefahr, weil wissen Sie, manche Leute können Sie immer übers Ohr hauen. Sie können vielleicht alle manchmal übers Ohr hauen, aber Sie können nie alle immer übers Ohr hauen. Das heißt also, die Leute sind klüger, als man meint. Und das sind ganz kurzfristige Erfolge. Die größte Gefahr besteht, glaube ich, tatsächlich darin, dass man Ansprüche erhebt, große Sprüche macht, die man nicht halten kann. Das ist die perfekte Blamage, die dann kommen kann. Wenn jetzt ein Klient kommt und etwas von Ihnen möchte, eine Beratung haben möchte oder eine Kampagne gemacht haben möchte, sagen Sie da auch manchmal nein? Wo sind da die Grenzen vielleicht für Sie? Ja, für mich gibt es da zwei Grenzen. Erstens, wenn ich keine Lust dazu habe oder es mir zu blöd, vielleicht auch zu schmutzig oder zu fragwürdig ist, dann würde ich es nicht tun. Der zweite Punkt ist, man muss natürlich zusammenarbeiten können. Und da müssen beide Seiten sagen können, ich will nicht mehr. Und das passiert ja. Wer hat Schuld, wenn es nicht läuft? Na, immer die Agentur hat Schuld, weil die Agentur ein Dienstleister ist. Wissen Sie, wenn Sie zum Friseur gehen und Ihre Haare sehen hinterher nicht besonders aus, dann hat der Friseur Schuld. Dann kann der Friseur auch nicht sagen, naja, Sie haben so einen blöden Kopf. Ihre Branche ist natürlich mit der Wirtschaft sehr eng verbunden, mit allen Parteien, gesellschaftlichen Gruppen im Staat. Wie sieht es in Ihrer Branche zurzeit aus, im Hinblick auf die Leistung der Wirtschaft zurzeit? Also die Konjunktur für die Branche ist, wie für alle, die im weitesten Sinne mit Werbung, mit Kommunikation zu tun haben, schwächer geworden. Das hängt mit Konsumklima zustande. Die Leute sparen zu viel. Wir müssen in einer Situation, wo man den Leuten wirklich sagen muss, tut das Geld nicht auf die Sparbücher, gebt es aus, auch wenn das komisch klingt. Aber ansonsten geht es der gesamten Medienbranche strukturell eigentlich nicht schlecht. Aber die Frage nach dem Wie. Also wenn man sich halt mal überlegt, dass allgemein die Ansicht verfolgt wird, dass man Hörern nicht mehr als 2 Minuten zumuten kann. Das kann man jetzt variieren, 1,30 bis 2,30, wie auch immer man das da sehen will. Unterfordert man denn den Hörer nicht einfach? Also geht man nicht einfach schon von vornherein davon aus, mehr kann ich nicht machen, also biete ich ihm auch nicht mehr? Frau Schneidermann. Also ich bin ja immer der Meinung gewesen, jedes Thema kannst du so lange senden, wie es trägt. Und manche Themen, die tragen halt 1 Minute, manche 2 Minuten, manche 3 Minuten. Und dass du im Radio nicht alles, zumindest in so einem Programm, wie wir es machen, nicht alles erklären kannst, ist auch klar. Ich gehe davon aus, dass die Leute dann auch Zeitung lesen, wenn sie irgendwas mehr interessiert oder im Internet gucken oder etc. Oder auch mal Fernsehen gucken. Es gibt Untersuchungen, wenn du Beiträge machst, dass die Aufmerksamkeit, weil Radio halt auch ein Medium ist, also dass diese Situation wie früher, dass du abends vorm Radio sitzt und die ganze Familie sitzt außen rum und die hören alle gebannt zu, was da rauskommt, das gibt es ja nicht mehr. Also Radio ist mehr ein Gebrauchsmedium, das ist überall vorhanden, das ist das Schöne. Du kannst auch überall die Leute informieren und du erreichst auch, wenn du ein entsprechendes Thema hast, überall Aufmerksamkeit, allerdings nicht allzu lang. Also wir sehen bei den Untersuchungen, dass du, wenn du einen Wortbeitrag machst und du machst ihn so, dass er die Leute interessiert, trägt er auch 3 Minuten. Wenn er langweilig ist, sind die nach 40 Sekunden weg. Wie lange sind die Beiträge? Im Übrigen eher sind die Männer weg als die Frauen. Frauen sind geduldiger. Geduld? Also Männer sind extrem schnell weg. Beim Radio, oder? Ja. Beim Radio. Ja, aber wie ist das? Was kann man, also sind wir voreilig mit dem, wie wir reagieren? Also, dass wir halt sagen, oh, lieber eine Nachrichtenminute ist bei uns in Berlin jetzt häufig 40 Sekunden und nicht mehr eine Minute. Genau aus diesem Grund, weil man sagt, also eine Minute ist schon ganz schön viel, das machen wir dann auf 40 Sekunden, das ist dann bei uns die Minute. Und ein langes Stück, das war früher durchaus mal 4 Minuten, ein langes Stück, da sind wir jetzt bei 2,30 ungefähr. Das Schöne bei der Veranstaltung hier ist einfach, dass man so wahnsinnig viele Journalisten trifft. Weil ich habe jetzt viele Medientage in München oder Nordrhein-Westfalen und es sind auch Veranstaltungen mit entsprechenden Panels, aber da hat man relativ wenige Journalisten und auch relativ wenige Leute, mit denen man auch wirklich mal diskutieren kann. Das ist das Schöne, wir hatten dieses Hörfunk-Panel und da ging es eben über, wie viel Qualität ist noch möglich, sowohl bei den Privaten als auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das war dann nach einer halben Stunde so, dass man auch wirklich mit dem ganzen Saal kommunizieren konnte. Also dass dann alle Journalisten Fragen gestellt haben, man konnte sie beantworten. Es war dann auch länger als geplant, aber das war auch sehr schön.
Sie sagen, bei dieser Veranstaltung sind mehr Journalisten als, ich sag mal, Geschäftsführer oder Finanziers. Ist das bei den Privaten tatsächlich anders? Oder ist da wirklich der kommerzielle Anteil Interesse höher als bei den Öffentlich-Rechtlichen? Ja, insgesamt ist natürlich so, dass der kommerzielle Anteil bei den Privaten höher ist, weil wir sind werbefinanziert, wir müssen erfolgreiche Programme machen, die entsprechend vermarkten, um dann auch das Ganze finanzieren zu können. Also das ist schon ein gravierender Unterschied, logischerweise. Aber das muss sich nicht in der Qualität niederschlagen, sagen Sie? Nein, das muss es definitiv nicht. Also wir sind jetzt als Radio NRW in Nordrhein-Westfalen, wir sind das erfolgreichste Programm bundesweit, also wir haben 1,51 Millionen Hörer. Der nächste bundesweit ist dann WDR 4 mit unter 1 Million Hörern. Und man sieht ja, also man kann schon Produkte machen, die Hörer interessieren, die qualitativ auch hochwertig sind. Ja. Also ich bin auch ein Verfechter davon, nicht nur die größten Hits der 60er, 70er, 80er, 90er und was es sonst irgendwas gibt, das gibt es bei uns nicht. Also wir sind ein Programm, das durchaus noch redaktionelle Inhalte hat. Durchaus redaktionell heißt aber auch, dass ganz klar eine Verflechtung soll man ja nicht sagen, aber ist es tatsächlich ein Einfluss Ihrer Werbekunden auf die redaktionellen Inhalte? Definitiv nicht mehr als beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also das kann ich ausschließen. Es ist halt so, dadurch, dass wir nur von Werbung leben, müssen wir entsprechende Zielgruppen anbieten. Das heißt, die Programmierung sieht so aus, dass man schaut, dass man möglichst viele Hörer in der Zielgruppe 1449 bekommt. Und die kann man dann vermarkten. Das heißt aber nicht, dass irgendwelche Einflüsse von werblicher Seite aus Programm möglich sind. Das nicht. Ich meine, das Spartenradio oder Spartenfernsehen gibt es ja durchaus auch im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und Sie sagen eben genauso 1449 umsatzträchtige oder sehr kaufstarke Gruppe. Im Grunde ist es dann gar nicht so sehr anders, meinen Sie? Also es gibt Programme, die sich von unseren nicht sehr unterscheiden. Also wenn Sie jetzt die großen Massenwellen nehmen, wie SWR 3 oder 1 Live oder NDR 2, da besteht also kein gravierender Unterschied zu uns. Ja. Wie sehen Sie denn die Zukunft der deutschen Medienlandschaft im Hinblick auf, hier wird immer wieder Qualität gepredigt und Recherche und aufwendige Sachen. Werden Sie das jemals leisten können? Nein, das können wir nicht leisten, aber wir können alles leisten, was den Hörer interessiert. Also ich bin der Meinung, dass sich das eine das andere nicht ausschließt. Also wir machen Sachen, von denen wir wissen, dass der Hörer sie haben möchte und wofür sich der Hörer auch interessiert. Und wir haben deswegen auch kein Problem mit unserer Reichweite. Die Hörer hören uns gern. Und dass ich jetzt nicht 20 Leute zum Recherchieren habe, was vielleicht beim öffentlich-rechtlichen Sender möglich ist, sondern zwei, das schließt die Qualität ja nicht grundsätzlich aus. Wo beziehen Sie Ihre redaktionellen Inhalte her? Also redaktionellen Inhalte genauso wie das bei den Öffentlich-Rechtlichen ist. Wir haben Agenturen, wir haben Korrespondenten. Wir haben Korrespondenten vor Ort, wir haben Korrespondenten im Ausland, wir haben Korrespondenten in Berlin und alle Agenturen, also das Übliche. Ja. Und das Klima, sagen Sie, war hier gut, weil man trifft eben Leute, die von der journalistischen, von der redaktionellen... Ja, also das finde ich großartig, dass man einfach auch Leute hat, die Ahnung von der Materie haben. Und dass man auch mal, es ist ja wie gesagt bei Medientagen so, da geht es dann meistens um neue Medien und Internet und was kommt als nächstes und sonst irgendwas. Aber du hast selten eine Veranstaltung, wo es wirklich um Inhalte geht und um die Qualität der Inhalte. Das finde ich hier sehr angenehm. Haben Sie was von dieser Veranstaltung für sich, für Ihre weitere Arbeit mitgenommen? Also ganz ehrlich gesagt... Gute Kontakte? Ja, Kontakte auf jeden Fall. Bloß die hatte ich ehrlich gesagt auch schon vorher, weil bei uns ist es ja so, bei uns ist auch der WDR beteiligt. Also es ist nicht so, dass jetzt das Öffentlich-Rechtliche so aus der Welt wäre. Mitgenommen habe ich, dass ich doch auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, was die Höreransprache betrifft und was die also nicht dieses lehrerhafte Auftreten, wir sagen euch jetzt mal, was Sache ist, sondern dieses Kommunizieren mit den Hörern sich doch in den letzten Jahren sehr geändert hat. Also das hat sich zum Positiven entwickelt. Also wird es in Zukunft bei Ihnen vielleicht sogar mehr Kooperationen geben als bisher oder eine Angleichung sogar, kann man da sagen, wir wollen mal so werden wie die, weil die holen uns ja auch Zuschauer oder Zuhörer weg. Gibt es da irgendwie irgendwann eine Vermischung? Na, eher umgekehrt. Da wir die meisten Hörer haben, müssen die sich ja überlegen, wo holen die her? Privatunternehmen, die ein neues Verkehrsprojekt privat finanzieren und betreiben, können eine Mautgebühr für dieses Projekt erheben. Allerdings, so sagte Manfred Störfel,
ist diese Variante aufgrund europäischer Rahmenbedingungen beschränkt auf Tunnel, Brücken oder Gebirgspässe und einige wenige Bundesstraßen und Autobahnen. Soweit der Originalton Stolpe. Ich finde es nicht akzeptabel, wenn Fotos von toten deutschen Polizeibeamten im Irak veröffentlicht werden. Ich finde es abstoßend, wenn Menschen zur Belustigung anderer in Dschungel oder in heimischen Talkshows die demütigenden Situationen vorgeführt werden. Auch der Einwand, dass das doch freiwillig geschehe, überzeugt mich jedenfalls nicht. Ich bezweifle, dass die Betroffenen immer richtig einschätzen können, was mit ihnen geschieht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Und dennoch wird die Menschenwürde in Medien immer öfter angetastet, nicht selten unter dem Vorwand journalistischer Kritik. Persönliche Angriffe auf Menschen sind aber etwas anderes als sachliche Kritik. Ich weiß, dass der Grat zwischen beiden manchmal schmal ist. Aber kein journalistisches Interesse kann die gezielte Verletzung von Menschen rechtfertigen. Bei aller gebotenen Distanz, diese Lust fördert die Entfremdung der Bürger von Politik und Staat. Kritik an Politik darf sein, ja, sie muss sein. Die Grenze verläuft aber da, wo Politik und Politiker insgesamt verächtlich gemacht werden. Das Bild von Parlament als Quasselbude hat eine traurige Tradition in Deutschland. Wer Politiker unter Pauschalverdacht stellt, der zerstört ebenso Vertrauen wie jene Politiker, die den Verdacht im Einzelnen bestätigen. Ost- und Westdeutschland ist ein Intergruppenkonflikt. Da laufen ganz, ganz viele. Ein Intergruppenkonflikt, also eine Gruppenprojektion. Genau wie Herr Lochthofen das schon sagt. Ja, dass praktisch projiziert wird, man braucht diese Gruppe, um Dinge, die man eigentlich selber hat, mit sich bei dem anderen zu fixieren. Dafür ist Ost. Ja, aber das wäre doch aus meiner laienhaften Sicht ganz am Anfang der Punkt. So. Warum nochmal? Sie haben viele Gründe jetzt schon haben wir gesammelt. Warum findet das dann nicht Niederschlag in der Berichterstattung? Ist doch alles hochspannend. Ich sage mal ganz bewusst, die ehemaligen DDR-Bürger in den neuen Bundesländern sind ja die ARD, ZDF nach wie vor sowas wie Staatsfernsehen. Ja. RTL und Sat1 sind die Freien, die man nutzt. Insofern ist das nachvollziehbar. Aber von der Nachrichtenkompetenz her ist es eher... Ja. Und das hat sich natürlich ineinander verwoben. Das heißt, es gibt auch ein großes Bedürfnis an Verdrängung in dieser Bundesrepublik, vor allem Bundesrepublik West, nicht anzuerkennen, dass wir in einer Situation sind, wo wir unter Druck geraten sind, so oder so, ob da ganz anders zugekommen ist oder nicht. Und die Beschäftigung mit den Themen des Ostens, die ja soziale Themen sind, Arbeitslosigkeit, dann erkennt man zum Beispiel, es gibt eine schöne These, Herr Westerwelle hat es heute in Dresden gesagt, also Niedriglohn ist so ein Thema, also wo man sagt, die Gesellschaft könnte gesunden Niedriglohn. Wenn man sich die letzten 5 Jahre ansieht, 2 Millionen Arbeitsplätze sind entstanden, sind nicht im Osten entstanden, wo Niedriglohn ist, wo nur 10% Tarifbindung da sind, sondern 90% der Unternehmen nicht gebunden sind, sondern sie 2 Millionen Arbeitsplätze hochqualifiziert sind, nur im Westen entstanden, da wo viel bezahlt wird, da wo die Tarife gezahlt werden, da wo die ganzen Organisationen sitzen. Anja, warum machen Sie in Panorama nicht gleich mit einer Frage anknüpfen darf. Warum machen Sie nicht die Reihe die gute Geschichte häufiger aus den neuen Bundesländern? Was Positives. Was Positives. Ja, das ist aber schon im Osten durchprobiert. Ja. Der Lichtblick. Würde ich machen. Ich muss nur eine Geschichte finden. Würde ich sofort machen. Okay. Kein Problem. Gibt es auch eine Statistik oder eine Aufstellung über die Inhalte der Themen? Wir haben jetzt ja natürlich Erfahrungsstelle. Ja, das gehört ja dazu. Und wenn denn schon aus dem Osten als Ereignisort berichtet wird, dann ist es, was weiß ich, Stasi, da sind Sie der Schuldige. Und dann ist es sozusagen die Arbeitslosigkeit und übrigens die Jammerei oder falscher Soli. Oder wie ist das? Es ist doch wirklich eine vollkommen andere Struktur, als wir sie in Westdeutschland haben. Der Grad der Konzentration ist ungleich größer. Im Grunde genommen sind die alten ehemaligen SED-Bezirkszeitungen übrig geblieben, sonst kaum was. Also wir haben in fast jeder... Die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung, ja. Bild-Zeitung. Interessant, man freut sich, am Ort ist noch ein Bild-Zeitungsreporter. Im 15. Jahr der Wiedervereinigung oder im 15. Jahr des Mauerfalls
Ost und West immer noch nicht vereinigt sind, in der publizistischen Landschaft nicht. Die DDR-Bürger, die ehemaligen DDR-Bürger, die Bürger der neuen Bundesländer lesen nicht unsere sogenannten Leitmedien, die aus dem Westen stammen, Stern, Spiegel, Zeit. Sie gucken auch nicht ARD und ZDF, sondern sie gucken kommerzielle Sender. Und sie tun das, weil sie an Politik nicht interessiert sind. Außerdem finden wir, das war das zweite Thema dieser Veranstaltung, wir finden das oder haben erarbeitet, dass in den neuen Bundesländern und in den alten Bundesländern sozusagen die Thematik Probleme aus der DDR nicht häufig genug vorkommen. Es gibt eine schöne statistische Zahl, die hat ein Professor, Ruland hat das geäußert, im Faktor 3,7, also das ist schon bereinigt bezogen auf die Bevölkerungszahlen, haben wir festzustellen, dass die Journalisten ihre Berichterstattung immer noch in die alten Bundesländer verlegen. Also wir können sagen, in unserem Beruf tun wir zu wenig, um die Wiedervereinigung praxisgerecht zu vollziehen. Es ist immer noch ein Graben da. Apropos Bündnis, es gibt die Idee aus dem Vorstand von CMF, Christoph Maria Fröder, dass wir in Zukunft Presseausweise herausbringen sollen. Und wir werden sehen, ob wir das können. Seine Hypothese ist, als aktives DJV-Mitglied, wenn wir Presseausweise als Netzwerk Recherche herausgeben würden, dann wird die Mitgliedszahl sozusagen schnell in die Höhe laufen. Siebter Punkt ist Stipendien. Wir alle wissen, versuchen wir jungen Talenten Stipendien zu geben und sind auch sehr streng dabei. Wir haben ein gutes Dutzend produktive Arbeiten bis jetzt abwickeln können. Gottlob Schober hat sich intensiv darum gekümmert und wollen das verfeinern. Es gibt jetzt aus dem Vorstand von Oliver Schröm und Dominik Ziesche die Idee, ein sogenanntes Luxusstipendium mit 5.000 Euro aufzulegen, das auch eine Jury bewertet, dass wir also eine höhere Summe präsentieren und hoffen, damit ein Signal nach außen zu bringen, dass Stipendien dieser Art sich lohnen. Das Netzwerk ist nur so gut und so schlecht wie die Leute, die mitarbeiten, und wir haben es eigentlich geschafft, ganz interessante Kooperationspartner zu kriegen. Mit den evangelischen Akademien arbeiten wir engstens zusammen. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist uns ganz wohlgesonnen. Kontext sponsert unseren Preis. Wir haben andere Sponsoren und Anzeigen, Förderer. All das passiert nur, wenn es eine Win-Win-Kooperation gibt, und die haben wir an vielen Stellen organisiert. Also, wo viel Licht ist, ist auch etwas Schatten. Das will ich auch gar nicht verschweigen. Ich sage es hier vor dem Publikum der Journalisten. Es gibt wahrscheinlich kein anderes, keine andere Zielgruppe, die so schwierig ist wie Journalisten, wenn es darum geht, ehrenamtlich zu arbeiten oder irgendwas anzupacken. Die Mediengewerkschaften stehen nicht ohne Grund so schwach da in Deutschland. Und ich glaube, nach 3 Jahren oder 4 Jahren ist Netzwerkrecherche wirklich sowas wie ein kleines Wunderwerk insofern, dass wir eigentlich mit sehr wenigen Ressourcen und mit wenigen Leuten doch eine Menge Interessantes bewegen und vielleicht auch Stachel im Fleisch sind der Publizistik. Und so soll es bleiben. Und ich will eigentlich schließen mit den kurzen Bemerkungen, dass wir viele Aktive brauchen und vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere sich überlegen, da engagiert zu sein und vielleicht an einer Stelle mitzuarbeiten. Ich danke all denen, die das getan haben, ganz herzlich, die ihre Zeit und ihre Energie geopfert haben für eine gute Sache, und hoffe, dass es nächstes Mal mehr sind, die uns mit ihren Ideen, mit ihrer Arbeit unterstützen. Und ich glaube, es ist eine gute Idee und die sollte man vorantragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.